Was geht ab, Leute? Mein Name ist Mubix und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren YouTube-Video. Heute gibt es ein schnelles und knackiges LPU. Ich habe mir aus der neuen 85 Sommerkollektion ein paar Pieces bestellt und ich bin extrem begeistert, deswegen will ich euch zeigen. Let's go. Und wir fangen direkt mit diesem absoluten Highlight an. Leute, was... Zweiter Versuch. Fangen wir mit einem Highlight an und Leute, was ist das für ein absolut geiles Sommerhemd? Der Stoff ist sehr dünn und sommerlich. Eigentlich ist es, glaube ich, der gleiche Stoff wie aus der letzten Kollektion Beauty of Chaos. Da gab es ein Hemd, das blende ich euch jetzt hier ein. Ich glaube, das ist exakt der gleiche Stoff. Und was ich an dem Hemd so extrem nice finde, ist, dass es einfach übertrieben hochwertig und teuer aussieht. Also wenn du dieses Hemd irgendwo in einem luxuriösen Laden siehst und da hängt es mit 300 Euro Price Tag dran, würde man das, glaube ich, nicht in Frage stellen. So gut sieht es aus. Als Veredelung haben wir einmal diesen Siebdruck mit dem 85 drin, also EEF, und dann diese sommerlich verschnörkelten Kränze, würde ich mal behaupten. Und auf der anderen Seite haben wir eine geschwungene 85 Schrift. Ansonsten ist das Hemd clean und natürlich, die Highlights von dem Hemd sind nicht unbedingt die Veredelungen, auch wenn die sehr dazu beitragen, dass das Hemd so wirkt, wie es letztendlich wirkt, sondern es ist der Fit und dieser Kontrast von dem Weiß zu Schwarz. Richtig gut gelungen. Passt von vorne im Hemd, könnt ihr euch hier anschauen. Und ich würde sagen, Leute, es sieht so, so gut aus. Man kann es auf jeden Fall mit geschlossenen Knöpfen tragen. Ich würde aber definitiv empfehlen, einen Tanktop runter zu ziehen und es so zu tragen. Extrem nice. Richtig geiler Sommervibe. Das heißt, wenn es, keine Ahnung, noch in einen späten Sommerurlaub geht, ist das ein absolutes Must-Have. Und weil jetzt ein gutes Hemd ja nicht reicht, haben wir auf jeden Fall ein zweites Hemd und es ist vom Fit, vom Material, vom Stoff alles exakt gleich. Wir haben hier eine etwas andere Veredelung und eine sehr interessante Printpositionierung. Wir haben hier einmal im Vergleich zum anderen Hemd eine Pocket. Dort gab es keine Pocket. Über die Pocket ist drüber geprintet. Auch hier das EEF mit so einer Blume. Aber ich finde es richtig geil, dass die Blume nicht farblich ist oder gestickt ist oder ein Puffprint ist, sondern dass es wirklich sehr dezent bleibt in diesem, ja, hellen Blau, glaube ich. Und auf der anderen Seite haben wir hier unten über die Seite vom Hemd geprintet, ein 85-Motiv. Ich muss euch hier ein Close-Up einblenden. In einem sehr ähnlichen Stil, allerdings deutlich größer und wie gesagt, eigentlich komplett über die Naht drüber, die komplette rechte Seite. Vom Fit ist es genau gleich wie das andere Hemd, könnt ihr euch hier anschauen. Aber ich finde, das hier hat nochmal einen etwas anderen Vibe. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, er ist besser oder schlechter als das andere, aber er ist anders und ich finde ihn extrem nice. In Summe würde ich sagen, es ist ein etwas dezenteres Hemd, auch wenn wir hier einen viel größeren Print haben, weil das andere durch diesen Schwarz-Weiß-Kontrast schon sehr auffällt, etwas lauter ist, würde ich behaupten, aber welches ich jetzt besser finde, kann ich euch gar nicht sagen, aber schreibt es mir gerne in die Comments. Ich finde beide extrem nice und für mich Fit einfach richtig, richtig gut. Odolfus! Und kommen wir zum nächsten absoluten Highlight aus dieser Kollektion für mich. Und zwar ist das der neue T-Shirt-Fit. Wir haben eine neue T-Shirt-Linie und zwar Boxy und Crop geschnittene T-Shirts. Ich sage euch nur so, das könnte meiner Meinung nach der allerbeste T-Shirt-Fit sein, den ich bisher hatte. Vielleicht gemeinsam mit den aktuellen T-Shirts von Preach, wer sich da welche geholt hat. Wir haben eigentlich basically den gleichen Fit. Nur hier haben wir ein schweres Material, 320 GSM. Und wir haben ein paar sehr, sehr nice Details, die dem T-Shirt auf jeden Fall nochmal so einen gewissen Charakter geben, der jetzt zum Beispiel bei den Preach-T-Shirts nicht da war. Und zwar haben wir einen schönen breiten Kragen mit einem Inside-Out-Stitching rundum. Und einfach als Verzierung eine Inside-Out-Naht, die über die kompletten Ärmel-Rückseite und die Rücken Party geht. Die teilt das T-Shirt quasi in zwei verschiedene Bereiche, allerdings ohne, dass es hier farbliche Unterschiede gibt. Finde ich, macht einen extrem nice Vibe. Haben wir auch genauso schon bei den Hoodies gesehen. Da hatten die auch diese Naht hinten dran. Deswegen sehr schön, dass es so durchgezogen wird. Und ansonsten hier mit diesem Injection Print. Es ist einfach ein Gummiprint 85 2011, leicht deplatziert. Und ich sage euch, Leute, das in Kombination mit diesem Material 320 GSM, sehr schöner, sehr dicht wirkender Stoff und diesem neuen Fit. Das heißt, wir haben längere Ärmel, wir haben einen breiteren Body, wir haben eine gekürztere Länge, wir haben immer noch nicht diese bauchfreimäßigen Crop-Sachen, sondern einfach nur ein schön geiler Crop-Fit, der der Körperform sehr schmeichelt und der einfach eine sehr nice Silhouette gibt. Das alles kombiniert ist wirklich absolut 1A. Passung von dem T-Shirt könnt ihr jetzt hier anschauen und ich würde sagen, das ist quasi perfekt. Das Beste von allen T-Shirts-Welten, die wir bisher je gesehen haben, egal ob es die von Preach sind, die aktuellen, die ja maximal nice sind, die von Illicit Block, die schon immer absolut top waren. Ich würde sagen, das ist so das Beste von allen T-Shirts vereint. Und was mich noch viel mehr freut, ist, dass sie nicht nur ein T-Shirt in diesem Fit rausgebracht haben, sondern gleich drei. Es sind zwar alles Basic-T-Shirts, einmal hier in diesem Off-White, einmal in diesem Babyblau, aber sehr, sehr geil, dass wir hier eine Variation haben in den Farben und letztendlich du die Möglichkeit hast, mehr als nur ein T-Shirt in diesem geilen Fit zu haben. Deswegen musste ich mir natürlich auch gleich alle drei holen. Alright, Leute, und zum Abschluss schauen wir uns noch dieses grüne Oversize-T-Shirt an, aber es ist nicht dieses typische Hunter Green, was wir von 85 kennen, sondern es ist ein etwas kräftigerer und vor allem noch dunklerer Ton und ich finde, er sieht übertrieben edel aus. Das kombiniert mit diesem Off-White-Kragen, der so als Kontrast dient und diesem gebrochenen Vintage Off-White Siebdruck. Das ist für mich eines der nicesten T-Shirts, was 85 bisher gemacht hat. Es gibt noch ein paar interessante Details, die man ja auch noch zeigen kann, und zwar alle Nähte an dem T-Shirt, bis auf die am Kragen,
sind Inside-Out-Nähte. Das heißt, sowohl die Drop-Shoulder als auch die Naht am Rand vom T-Shirt, die an der Seite runtergeht. Und ansonsten haben wir noch das typische 85-Metall-Patch. Was ich an dem T-Shirt cool finde, ist, es ist zwar der normale Oversize-Schnitt, aber auch der wurde offensichtlich ein bisschen verändert. Ich habe das Gefühl, auch der ist ein kleines bisschen kürzer geworden. Wir sind noch weit davon entfernt, dass es ein Crop-T-Shirt ist. Aber ich finde, die Ästhetik von dem T-Shirt und die Silhouette stimmt jetzt nochmal ein bisschen besser. Und getragen seht ihr es jetzt hier. Und ich würde sagen, es ist einfach ein richtig gutes Oversize-T-Shirt. Gerade für die Leute, die diese etwas weitere Boxy-Silhouette, die leicht gecroppt ist, nicht so mögen, sich da vielleicht noch nicht so ganz rangetraut haben. Für die ist das hier auf jeden Fall der absolute Way to go. Vielleicht auch nochmal im direkten Vergleich, dass man checkt, was ist genau der Unterschied. Ich meine, ihr könnt einfach nochmal kurz die beiden Passformen anschauen, aber zusammengefasst würde ich sagen, dieses T-Shirt, also diese Boxy Cropped Fit, ist nochmal ein bisschen kürzer. Er ist in der Breite, ist auf jeden Fall weiter und die Ärmel sind nochmal ein gutes Stück länger, was dem T-Shirt im Summe natürlich einen noch etwas weiteren, breiteren Look gibt, den ich persönlich extrem feiere. Ich finde, der schmeichelt der Figur extrem und sieht richtig gut aus. Aber auch das T-Shirt macht eine extrem gute Optik. Ihr habt es eh in der Passform gesehen. So, hier kann man es, glaube ich, ganz gut sehen. Ich habe jetzt beim Schnitt nochmal gemerkt, dass ich das besser zeigen muss. Also das ist eine Size L hier. Das Boxy ist eine Size M. Und wir sehen, dass die, obwohl sie genau gleich aufliegen, ist der Ärmel hier bei dem Boxy-T-Shirt etwas länger. Und man sieht auch in der Weite ist es etwas weiter. Und man sieht in der Länge ist es etwas kürzer. Und dann sind wir auch schon am Ende. Kurz und knackig, das sind die Pieces, die ich mir aus der neuen 85 Sommerkollektion bestellt habe. Lasst mich gerne wissen, was ihr von den Pieces geil fandet und vor allem, welche ihr euch bestellt habt oder bestellen würdet. Schreibt es in die Comments und schaut auf jeden Fall auch auf Instagram vorbei, um die Sachen gestylt und in Fit-Videos und Fit-T-Shirts zu sehen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Mobix. Ciao.